2 gleich ausverkauft, ging dann doch nicht ganz auf, denn nicht jeder Offenbacher Stammgast brachte noch 2 weitere Zuschauer mit, aber immerhin, über 11.000 bildeten eine tolle Drittligakulisse. Die Gastgeberin weiß nach 8 Minuten mit dieser Ecke von Haas, Husterer, 1-0. Offenbachs Verteidiger ist kopfballstark und Rostocks Defensive mit gegenseitiger Störaktion. Die Partie ist schnell und sie ist packend. Dennis Berger, dann Kai Hesse und Jörg Hahnl, der Hansa-Torwart, bekam mächtig zu tun von der Kickers-Offensive. Eine knappe halbe Stunde benötigt Rostock, um nicht nur den Ball zu behaupten, sondern auch torgefährlich zu sein. Und zwar durch Björn Ziegenbein. Der Ausgleich. Nach einer tollen Flanke von Lachtei. Die Abwehrreihen allerdings erwischen heute keinen guten Tag. 1:1 heißt es zur Pause. Nach dem Wechsel kommt Meetsch bei den Offenbachern und die versuchen gleich wieder einen Blitzstart hinzulegen. Berger und Ocean, der Kanadier, bereits mit seinem 8. Saisontreffer. In einer Partie, die mehr ein Kopf- als ein Fußballspiel ist. Und gnadenlos offensiv geführt wird. Das Defensivverhalten aber bleibt ein Debakel. Hansa hält bravourös dagegen, ist in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Der Ball kommt zu Lachtei und drin, 2:2. Vielen schmeckt zu diesem Zeitpunkt noch das Pausenbier, als Rostock zur Choreografie ansetzt und sich eigentlich bei Berger bedanken müsste, denn der leistet sich per Kopf einen bösen Aussetzer und das Zuspiel. Eine tolle Stimmung, auch durch die gut 500 mitgereisten Rostocker, deren Mannschaft später gute Chancen auslässt und kurz vor dem Ende noch einmal in Gefahr gerät. Ratgeber, Berger, noch einen Haken. Und dann dieser Schlenzer, ein sensationelles Tor. Sie brauchen eine Weile, um ihn einzufangen. Den jubelnden Österreicher, der den Schlusspunkt setzt unter ein mitreißendes Spitzenspiel, das allerdings keinen Sieger verdient hatte, denn beide Mannschaften zeigten zumindest im Angriff Zweitliga-Format.